Bude? Ja, ich wollte das mal ein bisschen von außen zeigen, wollte mal sagen, was wir für Projekte in dem nächsten Jahr starten können oder welche Ideen ihr vielleicht dazu habt. Ja, ich zeige euch ein bisschen was. Ich möchte euch auch mal ein bisschen was von der Außenanlage zeigen, weil die eigentlich auch sehr, sehr schön ist. Und würde sagen, wir gehen jetzt mal das Ganze ein bisschen hier durch und schaue mit euch mal die Natursteinmauer an, wo auch teilweise seltene Pflanzen drauf sind, nicht nur im Aquarium, sondern auch bei uns auf der Natursteinmauer. Und würde sagen, wir starten mal das Ganze. So, dann haben wir hier nochmal den Rundblick über das Dorf. Kann man halt eben sehen. Ist halt eben sehr, sehr hoch, das Haus. Man kann halt eben sehr viel das überblicken, sagen wir mal so. Hier unten haben wir einen Teil, auch eine kleine Natursteinmauer, die wir auch bepflanzt haben, auch mit einigen Exoden, aber auch Klassiker dabei. Das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt ist momentan, wie gesagt, Herbst, da wird es halt eben nicht ganz so sein. So, dann gehen wir mal rüber Richtung der Natursteinmauer. Das schauen wir uns jetzt mal an und sehen, dass wir hier in dem Bereich, da ist die reine Natursteinmauer, wir können sie hier sehr gut erkennen. Und auf diesem Bereich sind halt eben sehr viele europäische bzw. auch nicht europäische Pflanzen. Die sind halt eben dann eingepflanzt. Also nicht nur im Aquarium, sondern auch hier. Und so sieht das Ganze halt eben aus. Das ist schon wirklich schön, aber leider das Problem an der Sache ist, es ist Herbst und aktuell sind auch viele Pflanzen eingelagert und einige werden erst wieder im Frühjahr hochkommen. Das einfach mal dazu, damit wir das mal gesehen haben. Und wir gehen jetzt mal in den oberen Bereich der Anlage. Darf ich ein bisschen einen Schwenk machen. Ja, du Mädchen. Hier haben wir auch noch was stehen. So, jetzt gehen wir hier hoch und sehen das Ganze von oben nochmal. Ja, so sieht das Ganze aus. Das ist halt eben schon sehr, sehr groß, das Anwesen. Leider aber auch sehr, sehr viel Arbeit. Jetzt haben wir die Natursteinmauer mal von oben. Kann man so sehen. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Und ich würde sagen, wir machen einen Schnitt und sehen uns gleich wieder. Jetzt sind wir in einem nicht ausgebauten Bereich vom Haus. Was ich euch damit zeige, wir haben hier noch einige Aquarien, dann stehen hier noch so knapp 400 Liter Eckaquarium, hier schon das Mauerwerk für ein neues Aquarium und hier hinten steht noch ein kleines Becken. Also wir haben, glaube ich, hier gesamt noch irgendwo 10, 15 Aquarien irgendwo rumstehen. Ich wollte nur sagen, dass wir noch genug Ideen haben, um irgendwelche Projekte zu starten, sei es egal in welcher Hinrichtung in der Aquaristik. Aber wir haben noch genug Möglichkeiten. Aktuell stehen sie hier drinnen in einem leeren Bereich vom Haus, wie gesagt. Und ja, das wollte ich euch mal ganz kurz zeigen. Also Projektmöglichkeiten haben wir noch aktuell genug. Im unteren Bereich der Anlage, also Wohnbereiche, ist halt eben sehr groß. Wie gesagt, herbstlich, alles aktuell gerade. Ja, aber wir gehen jetzt mal hier hinten raus. Ich zeige euch das mal. Haben wir es gleich jetzt hier direkt hinter diesem Busch und wir sehen nämlich jetzt hier, dass es hier nämlich ein kleiner Teich ist, der ist gemauert, der Teich, der ist aktuell für Frösche, den werden wir nächstes Jahr als Projekt werden wir den angehen, ich muss den ein bisschen dichter, glaube ich, machen im oberen Bereich und der ist ziemlich verwinkelt und den würde ich gerne nächstes Jahr auf jeden Fall angehen, da bauen wir was Schönes draus. Aktuell ist es eher so ein kleines klassisches Biotop. Ihr seht, sehr viele Wasserlinsen haben wir natürlich auch drauf. Ist natürlich fürs Aquarium top, aber ich werde sie mir nicht freiwillig ins Aquarium setzen, weil wir wissen ja, was in der Regel damit passiert. Gut, das wollte ich euch auch mal zeigen, das ist ein Projekt für nächstes Jahr, ein sehr, sehr großer Teich. So. Dann hoffe ich mal, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen im Ganzen und konnte das mal ein bisschen was noch mit anfangen. Ich wollte euch das nun mal den Rundblick zeigen und schönes Wetter heute, würde ich sagen,
Kommt jetzt auch wieder ein neues Aquarium-Video, kommt jetzt bald, sehr bald, nämlich genau genommen diese Woche. Und dann zeige ich euch mal, wie die Entwicklung des neu eingerichteten Beckens ist. Dann würde ich sagen, ich wünsche noch einen schönen Dienstag und eine schöne Restwoche und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Okay, bis dann. Ciao.